Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal waren wir hier in der Mission Großwildjäger stehen geblieben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da müssen wir einen, und zwar den Grafen, begleiten, auf seinem Abenteuer ein paar Bilder zu machen. So verstehe ich das. Der hat halt so ein Apparat drauf, um die Momente einzufangen, hat er gesagt. Ist das ein Händler oder gibt es hier was zum Looten? Auf der Karte sieht es eher aus, als gibt es hier was zu looten. Aber ich sehe nichts. Hallo? Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Reden wir über meinen Lohn. Das können wir noch einschieben eigentlich. Reden wir über meine Belohnung. Ja, 150 sind ein bisschen wenig. Wir gehen mal auf 200. Der andere gibt 260. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. 190. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. 185? Beinahe. Ja, komm. 180? Ich wusste, dass wir uns... Na gut. Dann let's go. Ja. Dann machen wir das zuerst. Töte die Monster in der Höhle. Weil das geht, glaube ich, schneller. Let's go. Wo sind hier die Spinnen? Oh, das sind ein paar. Hi. Oh, ich wollte eigentlich... ich wollte Igni... Huch, ich muss auch treffen. So, Gegner 1. Gegner 2. Wie viele haben wir noch? Hier sind nochmal... Ich sehe gefühlt gar nichts, muss ich zugeben. Au. Aber wir können hier jetzt wieder Schwalbe nehmen. Das ging ja beim letzten Faustkampf, vom letzten Part nicht. Falls ihr den übrigens verpasst habt, der sollte auch verlinkt sein. Schaut gerne rein. Da hatten wir uns zum Faustkampf-Champion in Buclair hochgekämpft. War ganz cool. Weil die ganzen Kämpfe unterschiedliche Aufgaben hatten. Also der eine, da mussten wir blocken zum Beispiel. Dann haben wir das Doppelte an Geld bekommen. Kommt der Gegner mal? Hm. Oder beim Champion... Ach ja, klar, jetzt kommst du. Beim Champion, da mussten wir betrunken kämpfen. Ach Gott. Die halten mehr aus als die Großen, so gefühlt. Au. Au. Nein. Ah. Könnt ihr auch was anderes außer Spinnenschuss? Raupi kann das auch schon. Und Raupi ist die erste Entwicklungsstufe. So. Ja, mal schnell verdient ihr 180 Kronen, würde ich sagen. Nimmt man mal kurz mit. Backt hier was durch? Oder soll das so sein? Ich weiß es nicht. Boah, Höhle gesäubert. Damit würde ich sagen 180 Kronen. Ne, doch 180 haben wir jetzt, glaube ich, gesagt gehabt. Der ist hier oben. Hallo. Gibt es was Neues? Ja, ich bin fertig. Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Eher mir als den Göttern wahrscheinlich. Gut, ja, dann Wiedersehen. Mehr interessiert mich gerade gar nicht. Dann wählen wir wieder die Quest vom Anfang aus. Hexerjäger, let's go. Ja, Graf. Achso, auf die Karte erstmal gucken, die wir bekommen haben. Wird die hier unten noch angezeigt? Nee. Ist die hier? Ja. Ich erkenne gar nichts. Das Werkzeug halten. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran. Ja, würde ich auch sagen. Dann let's go. Wärst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist Kommst du hinterher? Sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir, sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl.
Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber Beute solange nicht. Alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Der Karte nach gibt es in dieser Gegend Panther. Bleib in der Nähe und halt die Augen offen. Nur eine Bitte, Hexer. Vermeide um jeden Preis Blutvergießen. Okay, dann gehen wir nicht hoch zum Bär. Dann gehen wir eher in das Gebiet hier. Oder kommt der Bär hier hin? Ich sehe hier was Rotes, eine Gruppe. Aber das sind die normalen Rehe. Okay, hier nicht, hier er. Ich höre gar nichts. Deine Sinne sind in meinen um Längen voraus. Ich muss mich auf deine verlassen. Das würde ich auch sagen. Laufen wir langsam hin? Ich sehe den auf jeden Fall schon. Wie nah sollen wir denn ran? Verdammte Wilderer. Fallen. Offenbar wollten sie Bären fangen. Stattdessen ist ein Panther reingeraten. Wir brauchen Axi. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuche es. Sie muss erstmal beruhigt werden, sonst greift sie uns an. Ein tolles Bild. Öffnen. Das klappt doch gut. Hexer wären herzlos. Das hier wird damit aufräumen. Oh weh! Ich habe vergessen, dich zu warnen. Tut mir leid. Der Parastisomat hat eine Leuchte. Du musst wegsehen, sonst blendet sie dich. Der Parastisomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ja, da hilft er ja sehr den Tieren. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur, Gemälde. Das Geralt. Eines Hexers ist sicher eintöniger. Bei allem Respekt. Das stimmt. Langweilig ist es aber nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag ein, Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Hast du eine Frau? Psst. Hörst du? Sind das diese, Riesentausendfüßler? Nicht schon wieder. Die Erde im Tunnel machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden. Ich hasse die noch, wenn das die sind, die wir im vorletzten Part, glaube ich, bekämpft haben. Dann möchte ich keinem mehr begegnen. So, wir folgen dem mal. Sollte ja ganz einfach sein mit unseren Hexersinn und auf der Karte wird es auch angezeigt. Darum mache ich mir da jetzt weniger Gedanken drum, dass wir das nicht hinkriegen. Hier hört man es ganz deutlich. Das Nest muss in der Nähe sein. Da sind wir. Also, dieser Aussichtspunkt taugt nicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Na schön. Suchen wir dir einen besseren Platz, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschütterungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauber. Okay, wie wär's hier? Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen nah? Gut, wir suchen einen anderen Platz. Dann maybe ja hier oben. Hier scheint es recht sicher. Sicher vielleicht. Aber man sieht ja nichts. Hm. Na gut, suchen wir weiter. Den Busch hätten wir ja umhacken können. Dann kurz nach da drüben oben. Das muss jetzt aber der Punkt sein. Hier vielleicht? Der Abstand passt. Und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Na dann. Bis jetzt verläuft ja alles ganz gut. Ohne Kämpfen. Der Typ hat keinen Schaden bekommen. Mal gucken, ob es das war. Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibrationen. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Und du, sieh dich vor und komm nicht näher. Dann machen wir doch mal. Blendet Gegner. Na. Der ideale Tag zum Einfangen von Augenblicken. Ich danke dir. Das war einfach großartig. Jetzt können wir weiterziehen. Weiter oder zurück? Das war einfach toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Anliegen.
Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faunen einfangen. Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Oder herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Pfauenschwanz. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Ja, ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Herrlich, ich bin schon zufrieden. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Ich markiere sie dir. Na schön, auf zu den Pfauen. Ein interessanter Wunsch. Wo sollen das sein? Da hinten, okay. Okay. Ich frage mich, wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Es soll ein Mitbringsel werden. Das Bild hoffentlich nicht die Pfauen. Das wäre ein bisschen weird. So, bleibt es so friedlich, ist die Frage. Sind dich dran. Halt die Augen offen. Ich höre doch schon welche. Hä? Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgeworfen. Ich kann dem Talggeruch nachgehen, dann finde ich die Viecher. Ein Hexer in Aktion. Was für ein Anblick. Ich höre so Katzengeräusche. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie Pfauen machen. Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Hier lang. Ich höre das Geräusch eher da oben. Aber ich hätte auch gleich so lang gehen können. Hörst du? Sie rufen einander. Fein. Dann ist es nicht mehr weit. Naja. Hallöchen. Oh, wie hinreißend. Wenn sie jetzt noch ein Rad schlügen. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Mal gucken, bis er wie lange er braucht. Ich brauche Axel wieder. Wirke deine Magie, Hexer. Also 3 Stück. Dann gehe ich mal weg vom Bild. Das wird ein Meisterwerk. Bitte lächeln. Wäre cool, wenn die Bilder irgendwo. Riesen Tausendfüßler! Verdammt! Wo kommt die her? Sie müssen uns verfolgt haben. Zurück! Wäre cool, wenn man die Bilder irgendwo herkriegt. Wenn da wirklich Bilder gemacht werden würden. Hilf mir! Was denn? Fäll doch nicht rum. Och nee, das sind wirklich die Dinger. Au, und nochmal. Ja, na klar, wieder alle 3. Ich hasse das. Ah, jetzt haust du ab, na klar. Von wo? Ach ja, klar, komm. Geralt, hilf mir! Wo ist er? Komm schon. Okay, aber die sind deutlich willst du mich verarschen? Die sind deutlich niedriger von der Stufe her. Easy. Oh Gott. Es ist vorbei. Puh. Das war knapp. Du hast nicht einen Schaden bekommen. Heute mit dem Abenteuer. Der ideale Tag zu. Ja dann, let's go zurück. Was für ein herrliches Abenteuer. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Einige Zeit später. Ihr habt euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Er ist wie ausgewechselt. Warte einen Moment hier, Geralt. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. War mir wirklich ein Vergnügen. Ich bin nicht euer Herr. Ihr müsst ihn nicht, hinten reinkriechen. Wie ausgewechselt? Was meint ihr damit? Wie ausgewechselt? Ging es ihm nicht gut? Davon hat er nichts gesagt, was? Seine Kleine,
Clarissa heißt sie, ist vor 10 Jahren vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich. Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert. Vielleicht eines Tages. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Ja, für einen Runenschmied. Danke. Ich hätte da noch ein weiteres Anliegen. In ein paar Tagen stelle ich meine Arbeiten aus, nur für Freunde. Es wäre schön, wenn du auch kämst. Warum nicht? Warum nicht, wenn ich in der Gegend bin? Wunderbar, dann sehen wir uns bei mir. Ich bin bei einem Freund, solange ich in Toussaint bin, bei einem Dorf namens Francolard. Ich komme vorbei. Bis dann. Sehr, sehr schön. Warte bis morgen und begib dich zum Picknick. Großwild. Ach, das gehört immer noch zur Quest. Okay. Wir müssen ja eh erstmal reisen. Gibt's hier einen Reiseposten? Nicht, dass irgendwie jetzt noch eine Cutscene getriggert werden soll. Ich glaube zwar nicht, aber... Ne, hinten beim Anwesen. Ja, ich tippe jetzt mal, dass keine mehr kommt. Ist viel zu offen, das Gebiet. Aber... Ne, ab hier kommt nichts mehr. Porten wir uns da schnell hin. Ich muss sagen, die Eigenschaften, die auf Geralt da beschrieben wurden, würde ich auch auf mich selber beziehen. Sind ja auch gute Eigenschaften. Die kann man nehmen, aber so würde ich auch Geralt beschreiben. Also passt schon. Passt schon, passt schon. Jetzt nehmen wir das hier. Einmal da drauf, auf Plötze, 200 Meter mal wieder. Ist so unsere magische Grenze so gefühlt. 200 Meter sind viele Entfernungen. Ach, wir sind wieder auf dem Friedhof. Warte bis morgen Mittag und begib dich zum Picknick. Okay. Das machen wir. Interessant, dass das aber dann noch irgendwie zur Quest gehört, obwohl es nicht mehr als Questziel angezeigt wurde, also nicht mehr so orange hinterlegt wurde bei den bei der Auswahl. Aber naja, dann ist es halt so. So, hier sind wir beim Anwesen. Ich gehe mal kurz runter. Okay, passt. Das hat das Spiel anscheinend bedacht, dass es so Spieler gibt wie mich. Wir nehmen mal kurz mit, was es hier am Anschlagbrett gibt. Einfach alles. Und dann warten wir bis morgen Mittag. Da haben wir ja dann auch zum Glück mal wieder alle Tränke aufgefüllt. Das ist dann schon ganz nice. So, wir haben 7000. Aber wir brauchen 10.000. Unzählige faszinierende Geheimnisse. Die herrlichen Wiesen und die unberührten Wälder sind Heimat der gefährlichsten Myriapoda-Spezies diesseits der Yahoo. Was haben wir hier? Okay, das ist unser Kampf gegen die. Das ist nochmal unser Kampf. Das ist die Befragung. Alle gehen irgendwie über uns. Naja. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an. Doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Ich mag die Bilder, aber muss ich sagen. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das du nicht ablehnen darfst. Du kannst es natürlich verkaufen, aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Schön, das nehmen wir. Wie geht es denn? Wie läuft die Ausstellung? Fragen wir erstmal so. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt.
Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem? Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Wie geht's deiner Tochter? Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon zwei geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Stimmt. Ich kenne sogar einen. Er heißt Torg. Kann ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Ja gut, dann. Schön, dich zu treffen. Bis dann. Haben wir jetzt die Quest Großwildjäger abgeschlossen. Ich muss sagen, das ist irgendwie mein Lieblingsbild. Ein Hexerzähmpfauen. War nicht ganz so das richtige Bild. Da hat das Spiel so ein bisschen dazu was gedichtet. Aber ja, der Tausendfüßler, wo wir einzeln getroffen haben, der war irgendwie uninteressant dann für das Spiel. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Schatz suchen. Finde alle Schema. Oh, das ist die Bärenschulenrüstung. Ja gut, wird die mir angezeigt? Dann würde ich sagen, beginnen wir damit schon. Ich dachte, ich muss erstmal die Sachen raussuchen. Das hier ist wahrscheinlich der nächste. Zum Basilisk, da wo wir gestartet sind. Aber dann machen wir uns noch dran, die Bärenschulenausrüstung zu farmen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der stärksten Rüstungen im Spiel. Also die meisterhaften Hexerrüstungen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es noch bessere Legendäre gibt. Aber die wird schon ganz gut sein. Da bin ich mir sicher. Wir haben die ja, glaube ich, das Grundmodell ausgestellt. Dann fehlen aber noch die Schwerter. Irgendwie gab es da, glaube ich, noch Probleme. Sagt mir die Quest noch irgendwas? Schwerthunger, finde das versunkene Schiff mit Hilfe deiner Hexersinne. Aber wofür? Nicht nur für Adler. Finde unterseeischen Schatz. Komisches Wort. Noch nie vorher gehört, aber einfach unterm See. Also unter Wasser. Das Ganze. Verdammt. Aber das machen wir nicht jetzt. Was denn? Geralt, möchtest du? Ich muss sagen, die Szene erinnert mich gerade so ein bisschen an Flusslauf. Hi, bye. Weißlauf. Weißdorf? Weißlauf? Bin mir gar nicht sicher. Das Stadtgebiet auf jeden Fall. Da reitet man ja auch zu dieser einen Festung so am Wasser entlang. Irgendwie wirkte das gerade ziemlich identisch. So, 200 Meter noch. Wir haben ja schon einen Teil geschafft auf jeden Fall. Ich guck mal, ob man hier im Dorf einen Schnellreisepunkt kriegt, wenn man hier durchreitet. Beweg dich! Nein. Aber finde ich cool, dass die Dialoge sich ändern, weil wir die Quest befreien, also die Hauptquest geschafft haben. Ja, beim letzten Mal hatten wir schon über Atmosphäre in dem Spiel. Das hier ist wirklich großartig. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergehauen. Hab ich das nur geträumt? Dann gehen wir doch mal ins Haus und gucken mal, ob wir verschlossen, ob wir hier nicht irgendwo durchkommen. Hier kommen wir auf jeden Fall durch. Okay, räumen wir mit A-Zeichen auf. Hier anscheinend. Gut. Art, let's go. Was ist los? Das frage ich mich auch. Was ist los? So, wir haben hier irgendwas. Lies die Nachricht der Eigentümer. Falls ihr es durchlesen wollt, macht's gerne. Was für ein Monster der Hexe aufgejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht.
Ich muss die Augen offen halten. Bist du nicht hier? Oh nö. Oh nö. Really? Au. Au. Zum Glück sind wir ein paar Level höher. Ah, kommt mal her. Au, au, au. Au. So. Dann nehmen wir doch den Loot hier direkt noch mit. Tagebuch eines besessenen Angestellten. Wenn ihr es lesen wollt, gerne jetzt anhalten. Wir gehen jetzt da hier raus und begeben uns anscheinend 200 Meter nochmal weiter. Wieder unsere magische 200 Meter Grenze. Mit dem waren wir hier. Oh, finde alle Schema. Das waren tatsächlich schon drei. Nice. Ja, easy. Ich bin nämlich multitaskingfähig anscheinend. Ich kann drei Schematas auf einmal finden. So, wir reiten jetzt dahin. Schön, dass wir aber wissen, wo es weitergeht. Sechs Stück bedeutet dann aber... Ne, drei. Was bedeutet denn drei? Dann entweder ist es die Schwertsammlung oder Ausrüstung. Ne, da haben wir mehr. Da haben wir vier eigentlich. Wir haben vier Ausrüstungsteile und zwei Schwerter. Das macht gar keinen Sinn. Dann drei. Naja. Von mir aus... Oh ne, sag nicht wieder die Tausendfüßler. Hört sich schon wieder so an. Ich gehe einfach mal hier lang. Klötze, komm. Also... Manchmal dieses Pferd. Pferdi? Wie wär's? So, und jetzt darfst du wieder Vollgas geben. So, wo ist man denn hier? Beim Höhleneingang irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ja, im besten Falle schon. Aber wahrscheinlich ist hier irgendeine Gefahr drin. Das wäre zu leicht. Ohne irgendwas. Oh nein. Willst du mich? Kommt das noch, weil wir vorhin den gesammelt haben? Ja, cool. Ich habe auf jeden Fall schon mal das richtige Zeichen nicht ausgerüstet. Quen, so. Oh nein, sind da zwei? Eins, zwei, drei. Schade. Geralt, wie wär's, wenn du triffst? Okay, das geht nicht. So, wo tauchst du auf? Okay. Nehme ich. Wodurch auch immer er gestorben ist, aber... kommen wir hier normalerweise per Art vorbei? Ah. Man kann aber auch drüber klettern. Gut, da haben wir... Lies die Warnung. Das ja. Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Sollten wir das? Dann gehen wir doch einfach hier entlang. Gut, dass wir den Käfer doch weggeräumt haben. Noch mehr ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen. Das Spiel wird es mir sagen. Gehen wir hier lang? Bin mal gespannt, ob wir dann schon alle Sachen haben oder nicht. Hier geht's lang. Dann dort. Warum? Och nee. Oh, der ist eingefroren. Wollte ich sagen. Au. Okay, das ist ein Witz. Größter Witz bisher. Wo werden wir rausgelassen? Also. Ja, nee. Keine Ahnung, der war noch in der Luft. Ich habe ja noch getroffen. Ich weiß nicht, wo die Hitbox berechnet wird, aber ich hoffe. Wir werden zumindest in der Höhle rausgelassen. Ja. Okay. Also die Warnung muss ich lesen nochmal. Inventar. Das war wahrscheinlich hier wieder. Ja, wo ist sie jetzt? Geleitbrief? Nee. Wahrscheinlich das hier? Warnung. So. Einmal kurz gelesen. Machen wir das noch kurz. Zumindest wieder bis dahin. Ich nehme das hier mal kurz mit. Noch mehr Symbole. Mal sehen, wo die hinführen. Dann nehmen wir... Art war eigentlich schon ganz gut mit dem Einfrieren. Der war wirklich langsam.
Aber... Achso, hier, guck mal. Aber es sollte nicht so sein. Au. Man hat hier halt kaum Platz. Bitte? Das ist doch ein Witz. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass er so eingefroren ist. So. Wo tauchst du auf? Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt spuckst du wieder. Na klar. Ich würde gerne da weg. Okay, ich glaube, selbst so eingefroren kann man den da gar nicht erwischen. Was macht er jetzt? Ah, ja klar. Okay, also irgendwie soll man ihn da nicht treffen können, I guess. So. Puh, hier müssen wir... Ah ne, hier liegt was. Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Daran ist er gestorben? Ah cool, damit haben wir alle. Nice, dann haben wir diese Quest auch noch beendet. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir dafür brauchen und gucken einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.